Lieben, heute ist schon Tag 7. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Heute war tatsächlich richtig schön draußen. Ich meine, ich war nur kurz draußen einkaufen beim Nahkauf, wie immer. Aber es war wirklich sonnig. Blauer Himmel und Sonne. Habe ich schon heute Morgen gemerkt, als ich aufwachte, dachte ich, hui, das ist so hell draußen, hat jemand wieder irgendwie das Flutlicht an. Nein, es war tatsächlich echte Sonne. Tja, mal schauen. Nächste Woche soll es dann richtig schön werden, aber auch richtig kalt. Also laut Wettervorhersage minus 5 Grad, aber dafür knallblauer Himmel und Sonne. Naja, mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Genau so, wie wir uns jetzt überraschen lassen von dem 7. Schokoladentäfelchen, wenn ich denn die Nummer 7 finde. Meine Güte. Ich könnte die natürlich auch auflassen. Dann wüsste ich, welche schon. Aber dann stehen die so ab. Das mag ich nicht. Gehen wir mal systematisch vor. So. Ist da irgendwas? Ist da eine Nummer? Ich sehe da keine Nummer. Da steht keine Nummer. Doch, da. Ach, die. Ja, das ist das, was... Tja, manchmal... Aber er ist schon schön, der Kalender. Ich finde ihn schon schön gestaltet auch. So. Warum singe ich denn jetzt? Ich kann doch nicht singen. Ah, da ist die 7. Wäre ich fast vorbeigerauscht. So. Tada. Aha. Vegan auf jeden Fall schon mal. Oho. Dann gucken wir doch mal. Wir haben hier Hanfpraline. Vegane Hanfpraline. So. Naja. Ich nehme mal an, das ist legal. Und was ist das jetzt genau? Es handelt sich hierbei um eine Nobelbitterschokolade gefüllt mit 55% Hanfcreme. Da bin ich sehr gespannt darauf. Das wird interessant. Hoffentlich darf ich sie auch essen. Auch wieder so dieses kleine Figürchen da. Das sieht aus, als würde es meditieren. Sitzt da irgendwie im Lotussitz und meditiert neben der großen Hanfpflanze. Wahrscheinlich zu viel von der Praline gegessen. Gut, okay, das kommt zur Seite. Ich hoffe, ich darf es später essen. Jetzt kommt der Inkvent, wie immer. So, auch der Inkvent geht natürlich weiter. Auch hier sind wir am letzten Tag der ersten Dezemberwoche angekommen und wir schauen einmal, was sich hinter dem Türchen Nummer 7 verbirgt. Ich habe es hier schon gefunden. Das ist hier mit dieser schneebedeckten Zuckerstange und wir lassen uns überraschen. Mal schauen. Her konnte ich noch nicht viel erkennen. So. Was haben wir hier? So, einmal die Brille aufziehen. Wir haben hier Alpine. Eine Schimmertinte, die auf den ersten Blick grün aussieht. Alpin, vielleicht irgend sowas mit. Was auch immer. Wir werden es sehen. Ich mache sie mal auf. So. Ja, das sieht sehr grün aus. Man kann es... Ja, hier sieht man es, glaube ich.
Wir sind, also ich bin gespannt. Ihr seid wahrscheinlich auch gespannt. Gucken wir mal, was ist hier so. Wenn ich doch einmal irgendwie mir merken könnte, in welcher Richtung es Weitwinkel, in welcher Richtung es Tele ist. Das ist ja nun echt nicht das erste Video, was ich drehe. Na gut, okay, also, Überraschung. Gestern hatten wir den Geist, der übrigens sehr schön ist. Nach dem Trocknen gefällt er mir noch besser, man kann ihn auch besser lesen. Da freue ich mich schon drauf, den dann richtig in einem Füller zu verwenden. Jetzt gucken wir mal, was uns diese alpine Tinte hier... ich glaube, die müssen wir schütteln, kräftiger schütteln, weil Schimmer. Da sind Silberpartikel drin. Seht ihr da? Die wollen immer noch nicht. Das ist immer das Problem mit diesen Schimmertinten. Das wird wieder ein tolles Vorschaubild bei YouTube geben. Gewackel, gewackel. Naja. So. Kein Geruch. Gut. Oh ja, Waldgrün oder sowas. Mhm. Dann schauen wir doch mal. Oh ja, fließt schon wieder sehr schnell. Alpine. Gut. November, 7.12.2022. Und was war das nochmal heute? Handschriftliche Erinnerung und Loaded Tag. So, gut. Stimmt. So. Handschriftliche Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich sich die Tinten mit der Glasfeder schreiben. Ne? Da sieht man schon, wie so die Konsistenz ist, wie flüssig die sind, wie zäh, wie klebrig oder was auch immer, wie man das nennen will. Okay, dann noch der springende Fuchs. Gut. Ja, lässt sich normal abwischen. Kein Problem. Ist schon mal gut. Dann noch eine kleine Swatcherei. Seht ihr was? Ja. Okay. Bisschen näher. So, einmal Tunk. Und... Ja. Das sieht nett aus. Hat was bisschen was Moosiges, oder? Ne? So moosgrün. Insofern alpin. Ja. Gucken, wie es aussieht, wenn es getrocknet ist. Gefällt mir so schon ganz gut, muss ich sagen. Ne, kann man nicht meckern. Okay, dann geht's jetzt zum Diffimaramba.
Amber Nummer 7. Heute gibt es einen patriotischen Countdown. Ich habe irgendwie mitbekommen, ich habe ja keine Ahnung von Fußball und das interessiert mich eigentlich auch total Banane, dass die deutsche Mannschaft bei dieser merkwürdigen Fußballweltmeisterschaft da irgendwo in, wo ist die, Katar oder so, richtig super Leistungen gebracht hat. Deswegen dachte ich mir, mache ich mal einen Schwarz-Rot-Gold-Countdown heute. Der lag da so rum und dachte, ich passe. So, das Thema heute, die beiden Prompts sind handschriftliche Erinnerung und ein Loaded Tag. Ein Loaded Tag, habe ich ja mittlerweile verstanden, was es ist, ist ein Tag, wo man was reinstopft, also ein gefüllter Tag, so wie eine gefüllte Teigtasche, nur nicht so lecker. Deswegen habe ich hier mal sowas vorbereitet, das soll dann gefüllt werden, ne? Loaded. So, handschriftliche Erinnerung. Da hatte ich in meinem schlauen Buch, hier steht noch, was zum Henker ist ein Loaded Tag, und dann habe ich dann festgestellt, ein Loaded Tag ist ein Tag mit Taschen zum Füllen. So, dann gab es zum Thema Erinnerung, ich wollte was aufschreiben und ich habe gedacht, was kann ich irgendwie hier mit euch teilen, was schnell geht und was passt irgendwie. Und dann dachte ich zuerst, das ist hier also zwar die Nummer 2, aber zuerst, die vielen Reisen mit meiner Mutter, die wir gemacht haben, als ich noch klein war. Ich glaube, die erste Reise, da war ich, weiß ich nicht, keine Ahnung, 4 oder sowas. Ich kann mich nicht richtig dran erinnern. Aber ich weiß, dass wir überall waren, in Paris und in Rom und in Salzburg und in Wien und in München. Und das war super schön, das weiß ich. Und es war besonders Rom fand ich faszinierend. Ich war total hin und weg von der Antike, das Forum Romanum, die Caracalla-Thermen, die ganzen anderen Thermen. Ach, das war einfach alles ganz wunderbar, ne? Also es war herrlich. Das Essen war toll, das Wetter war toll. Es war halt super. Und dachte ich, mache ich das. Aber das mache ich dann doch lieber mal separat, weil ich wollte mal so ein Reise-Remember machen. Und gerade Luise, du wirst verstehen, Rom, ne, ist natürlich... hat ja für dich auch eine besondere Bedeutung und für mich auch. Und das kommt dann an. Also habe ich mir gedacht, okay, dann dachte ich mir, unsere Dachwohnung in der Riedstraße, das ist übrigens hier um die Ecke, ne? Ich habe mein ganzes Leben, also über ein halbes Jahrhundert, in einem Umkreis, also wohnungstechnisch, in einem Umkreis von maximal 50 Metern verbracht. Ne? Ist schon toll, ne? Einmal um die Ecke und einmal über die Straße rübergezogen. Ne? Ja, und in der Riedstraße, als ich ganz klein war, noch Kindergarten und dann später in der Grundschule, die auch direkt, ihr merkt, es gibt heute erstmal wieder ein bisschen Laberababer. Die Grundschule direkt, wirklich nur, keine Ahnung, 10 Meter von zu Hause entfernt war. Man musste einfach nur über die Straße rübergehen und schon waren wir auf dem Schulhof. Also wie gesagt, in der Riedstraße, in der Dachgeschosswohnung, wo wir gewohnt haben, meine Mutter und ich, 2 Zimmer und ein Bad, eine Küche. Ich kann mich gar nicht an eine Küche erinnern. Aber es gab einen Balkon und es gab eine Badewanne. Und diese Badewanne wird gleich noch eine Rolle spielen, eine besondere. Aber wie gesagt, ich erinnere mich sehr gerne an diese Wohnung, weil sie so knuddelig war und mit den Dachschrägen und diesem winzigen Balkon, der für mich natürlich als winzig kleines Kind richtig groß war, aber es war einfach toll mit dem Blick da auf die anderen Häuschen war schön. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich einen Tag und mache da Fotos rein, die ich gefunden habe von mir selber. Da
Fotos als Kleinkind. Werdet ihr gleich sehen. Macht euch auf was gefasst. Ja, werde eine kleine Geschichte dann aufschreiben zum letzten Bild, weil das ist eine Sache, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja, ich will nicht sagen, erste große Liebe, nein. Es war eher auch eine Hassliebe. Okay, fangen wir mal an. Ich zeige euch mal, worum es geht. So, also, liebe Leute. In dieser Wohnung, ich weiß gar nicht, von wie alt diese Fotos sind. Ich war auf jeden Fall klein, wie ihr seht. Ach, die Gesichtserkennung setzt ein. So, das bin ich. Offensichtlich beim Modeln vor Spiegel und Pflanze. In dieser Wohnung. An das Pferd erinnere ich mich noch sehr gut und den Spiegel gibt es heute noch. Der hängt heute noch bei mir im Flur. Die Pflanzen natürlich nicht mehr. Ne? So, dann. Ich habe ja von dem Balkon geredet. Ne? So, auf diesem Balkon seht ihr mich. Ich hatte immer diese, das hieß immer damals Prinz Eisenherz Figur. Ich war der Einzige, Figur, ja klar, eine tolle Frisur, ne? Der Einzige, der sowas hatte. War nicht immer einfach. Ich trinke gerade Schluck. Im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh darüber, dass meine Mutter mich, ja, ja, dass es immer anders war bei uns. Nicht nur als alleinerziehende Mutter damals, Anfang der 70er, das war eh schon, das muss so ungefähr, ich habe keine Ahnung, wie alt ich da bin. Aber, ja, ich bin Jahrgang 66, das ist kein Geheimnis. Das war eine andere Zeit, trotz 68er und Anfang 70er, bisschen hippie-mäßig, war das bei uns hier in der Gegend, trotz Wiesbaden, eigentlich keine Kleinstadt, nicht so. Und alle Jungs hatten den gleichen Kurzhaarschnitt und alle Mädchen hatten die gleichen langen Haare. Ja, und ich hatte meinen Prinz Eisenherz. Nicht immer von mir geliebt, aber im Nachhinein weiß ich das sehr zu schätzen. So, ja, das ist der Balkon. Ihr seht, ne, die klassischen, was sind das, Geranien wahrscheinlich. Ne? Ich habe Geranien gehasst. Mögt ihr den Geruch von Geranien? Bäh, nee. Grässlich. Ja, das im Hintergrund dann. Hier ist so grün und dann im Hintergrund waren andere Häuschen, Einfamilienhäuschen. So, dann, ja, diese Gesichtserkennung macht mich etwas, finde ich, etwas gruselig. Ich weiß jetzt nicht, was Google damit macht, aber gut. Ja, da sage ich nichts zu, das bin ich, oder nein, ach, das war ich. So, dann, okay, offensichtlich konnte ich auch frech sein. Und ich konnte auch schick sein. Schaut euch mal die Sonnenbrille an. Da muss man doch direkt mal reinzoomen. Das hat die doch verdient, oder? Na, wenn das nicht stylisch ist. So, aber das ist nicht das, was ich euch erzählen möchte. Denn was ich euch erzählen möchte, das fand im Bad statt. Und zwar ist das meine Geschichte von Susanna im Bade. Wir hatten damals tatsächlich eine Badewanne. Das hatten gar nicht so viele Leute, eine Badewanne.
Viele Leute hatten, also Duschen gab es eh nicht, ne? Aber viele hatten tatsächlich nur fließendes Wasser, wenn, ne? Und oder auf dem Flur irgendwie so ein irgendwas, ne? Wir hatten ein Badezimmer und ihr seht ja das Waschpulver, ich glaube, das gibt es alles auch nicht mehr. Und das Witzige ist, fällt mir gerade ein, ne? Also fällt mir nicht gerade ein, fiel mir vorhin ein, als ich die Fotos ausgedruckt habe, sieht man leider jetzt nicht so gut in der Farbe. Diese Handtücher, die hier liegen, die sind weiß und gelb, die habe ich heute noch. Also diese Badetücher. Diese Badetücher habe ich heute noch, die benutze ich. Die sind, keine Ahnung, 50 Jahre alt oder noch älter. Die sind tadellos. Ja, okay. Meine Güte, man wird alt. So, also, wie ihr mich seht, seht ihr mich an der Badewanne, recht in freudiger Erwartung eines Schaumbads. Und jetzt kommen wir zum Thema Susanne, beziehungsweise nicht Susanna, sondern Susi. Susi war, ich weiß gar nicht, hat die um die Ecke gewohnt? War mit zusammen im Kindergarten? Ich glaube gar nicht im Kindergarten. Ich glaube, die hat um die Ecke gewohnt. Das weiß ich nicht mehr. Egal. Also Susi kam immer zum Spielen und da gab es eine Geschichte im Garten. Das Haus hat einen Garten und da gab es einen Baum und in diesem Baum war irgendwann mal ein Wespennest. Und Susi war zu Besuch und wir sind da rum und ich habe Susi, das weiß ich noch genau. Meine Gott, ihr müsst heute viel ertragen, ne? Viele alte Geschichten ertragen. Aber das Thema heißt ja auch Erinnerung. Also bitte, ne? Dann. Ich habe Susi immer im Schubkarren durch den Garten gefahren. Also sie sagte, wollte immer, dass ich sie im Schubkarren durch den Garten fahre. Da war irgendwann mal dann plötzlich dieses Wespennest da und dann waren da Berge von Wespen, die dann sich dann auf Susi stürzten und Riesen, Trara und Panik und Chaos. Ne? Aber wie gesagt, darum geht es nicht. Es geht um die Badewanne. Susi kam also immer zum Spielen und Susi kam auch zum Baden. Weil ich fand das ganz cool, ne? Badewanne, Schaumbad und so. Und Susi wollte immer, dass ich mitbade. Also ich meine, das waren die frühen 70er. Ne? Heute würde wahrscheinlich sofort irgendwie, keine Ahnung, der Tierschutz kommen oder die Sittenpolizei. Und da gibt es einen riesen Aufstand von wegen, ach was, keine Ahnung. Egal, damals waren andere Zeiten. Susi hüpfte nackt durch die Wohnung und hüpfte in die Badewanne und wollte unbedingt, dass ich mit reinhüpfe. Aber ich war ein bisschen zu schüchtern, um mit Susi nackt baden zu machen. War natürlich ganz harmlos, klar, ne? War einfach nur lustig, ne? Aber trotzdem irgendwie kam mir das komisch vor. Und ja, irgendwann landete ich dann doch nackt mit Susi in der Pfanne. Und wir haben uns dann irgendwie gegenseitig, das weiß ich noch genau, gegenseitig irgendwie so mit riesigen Bergen von Badeschaum vergnügt. Und dann abgerubbelt und oder wurden dann abgerubbelt von meiner Mutter und dann ist Susi wieder nach Hause und alles war gut. Das war die Geschichte, die ich euch erzählen wollte, die zu diesem Foto gehört und die zum heutigen Thema gehört. Und diese kleine Badewannengeschichte mit Susi, die werde ich jetzt gleich noch aufschreiben. Natürlich mit Füller und die werde ich dann zusammen mit den Fotos. Und jetzt esse ich noch eine Siegerflagge auf. In diesen Tag einbauen. Dazu gehe ich mal in mich, schreibe den Text auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe das jetzt mal offline fertig gebastelt. Die Fotos habt ihr ja schon gesehen. Die hole ich jetzt nicht nochmal raus. Die habe ich hier reingetan. Und das Wannenbild habe ich hier. Alles in dem Tag. Hier ist so ein
Schutzstreifen, dass die nicht rausflutschen. Das Ganze ist Transparentpapier, einfach ganz einfach gemacht. Ist außen so und so, so ein bisschen, dachte ich, so ein bisschen 70er Jahre mäßig. Das Muster hier drunter sieht man jetzt gar nicht so. Da, ne, ja. So, und dann habe ich jetzt hier den Text nochmal geschrieben. Und zwar habe ich den geschrieben hier mit diesem Füller. Das ist ein Kilk aus der Türkei. Das Modell Celestial. Ich finde den wunderschön. Guckt euch die Details an. Das Band. Die Farben sind einfach traumhaft. Ja, Celestial hat was mit dem Himmel zu tun. Ganz, ganz wunderschön. Schreibt auch ganz toll. So, damit habe ich jetzt diesen Text. Ich lese es euch nochmal kurz vor. Defamaramba 2022, Susi in der Wanne. Als wäre es gerade erst gewesen. Ich erinnere mich an Susi in der Wanne. In unserer Wohnung im Dachgeschoss in der Riedstraße 4 hatten wir eine Badewanne. Das hatte damals nicht jeder. Meine Freundin Susi kam immer zum Spielen vorbei, aber auch zum Baden, und sie wollte immer mit mir zusammen baden. Aber ich habe mich erst nicht getraut. Zum Schluss haben wir dann doch im Schaum geplanscht. Das ist meine handschriftliche Erinnerung an Susi in der Wanne. Und das ist mein Tag für heute. Und die Flaggen bleiben übrig, weil ich gerade festgestellt habe, dass das ja doch nicht so toll war, was die deutsche Nationalmannschaft da gemacht hat. Haha. So. Wir sehen uns morgen wieder. Macht schöne Sachen. Habt viel Spaß beim Defamaramba oder was auch immer ihr macht. Ne? Alles ist gut. Bis morgen. Tschüss.